Für jeden Spiel, für jeden, jedes Ziel des Frontier, der Grenzwächter, Leute, sagen wir, wenn der Spieler in der Nähe eines eines Grenzwächters ist, dann ist da kein Ziel mehr. Dann passt das. So, und für all, und jetzt, Leute, execute SZA mit Tag gleich FG. Also alle, die jetzt noch Ziele sind, Leute, machen wir, ich mach das doch einfach mal weg. So, machen wir einfach mal ein Mi. Ich kopiere mir das Mi von da drüben her, vom Teleport. So. Mi denkt sich, da bin ich wohl zu weit gegangen, ist beim Teleport. Ich hol das da raus, Leute. Ich nehme das aus dem Teleport raus. Das soll nicht mehr Ziel vom Teleportieren sein, sondern vom Check. Denkt sich, da bin ich wohl zu weit gegangen. Genau. So, und danach execute mit Tag gleich FG Target Run Tag SS Remove FG Target. So, also dazwischen kommt dann natürlich noch das Teleportieren, Leute. Aber das lassen wir fürs erste Mal weg. So, wir haben hier jetzt, sagen wir praktisch, die Grenzwächter neben jedem Spieler sehen sie sich an und ignorieren dann aber die Spieler, die in Reichweite sind. Alle anderen Spieler, Leute, denken sich, sie sind zu weit gegangen und werden dann erstmal teleportiert. Dann denken sie sich, sie sind zu weit gegangen und dann sind sie keine Ziele mehr, denn sie wurden ja teleportiert. Genau. So. Und das würde ich jetzt so einfach mal kurz auf den Server packen, Leute. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder in Minecraft rein. Da dürft ihr das schöne Portal ansehen. So, und dann wird das jetzt... Ich lösche den Strukturorten auch, Leute. Ich brauche ihn doch nicht mehr. Der war so einfach zu erstellen, wenn wir ihn irgendwann mal brauchen, dann holen wir ihn uns einfach wieder. Wir bleiben bei Funktionen. So. Da ist er wieder auf dem Server. Und dann wird das installiert auf dem Server. Und dann kann ich das neu laden. Sehr gut, kein Fehler drin. So, dann Function Windernet Frontier Guard Check. Wurden 4 Befehle wieder ausgeführt, Leute. Aber ich bin ja noch drin. So, jetzt gehe ich ein bisschen zurück. Mach nochmal. Da bin ich wohl zu weit gegangen. Ha, es funktioniert. So, und jetzt nur testweise, Leute. Mache ich jetzt noch hier einen hin.
Und gebe auch dem. So. Data. Nein. Tag. At E. Limit gleich 1. Type gleich Minecraft Armor Stand Distance gleich 3. So, add FG Guard. Ich habe Punkt Punkt vergessen. Dann machen wir jetzt aber 2, ich bin ja ein bisschen näher. So, wurde hinzugefügt. So. Check. 4 Befehle wurde ausgeführt, Leute. 4 Befehle wurden ausgeführt. Wie weit ist der? Ich. Okay. Dieser Block hier. Das ist 132,55 und 67. Ich bin jetzt tatsächlich noch drin. Okay, dann gehe ich mal hier hin. Da bin ich wohl zu weit gegangen. Dann gehe ich jetzt hier hin. Dann ist das wieder in Ordnung. Hier bin ich wieder zu weit gegangen. Nein, noch nicht. Noch nicht. Jetzt bin ich zu weit gegangen. Und hier direkt an der Mauer bin ich immer noch zu weit gegangen. Dann gehe ich jetzt immer hier drauf. Bin immer noch zu weit. Hier. Und jetzt bin ich nicht mehr zu weit. Okay, also es funktioniert, Leute. Wenn ich nicht in der Reichweite von irgendeinem Grenzwächter bin, dann wird es ausgeführt. Wenn ich in der Reichweite von irgendeinem Grenzwächter bin, weil hier bin ich definitiv nicht in der Reichweite von dem da. Und es funktioniert. Dann wird es ausgeführt, Leute. Weg damit. Brauchen wir nicht mehr. Ich habe aber vergessen, ich muss den noch unbesiegbar machen. Den könnte man noch zerstören. Gerade. Data get entity at E. Tag gleich FG guard. Limit gleich 1. So. Da habe ich eh die Maus drauf. Data merge entity at E tag gleich FG guard limit gleich 1. Es gibt momentan sowieso nur einen. Ich kann jetzt zum Spaß nochmal die Distance hinzufügen, Leute. Punkt, Punkt 5. Mit. So. Auf welcher Ebene ist das? Wir haben hier. Das Brain, das ist egal. Hier Attribute sind egal. Es ist genau auf dieser Ebene. Das heißt, wir haben hier jetzt in. Schon wieder die Maus drauf. Vulnerable 1b. So, get. Und jetzt haben wir hier 1b. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe. Ja! Okay. Nein, das ist der falsche. Okay. Weg damit, weg damit. Okay. So. Das heißt, wir brauchen jetzt das da oben nicht mehr. Das kann komplett weg. Das hier kann komplett weg, Leute. So, ich glaube, wir haben jetzt alles weggemacht, was ich irgendwo hergecheatet hatte. Oder erschaffen haben, Kreativmodus. Mit Ausnahme von dem, was wir tatsächlich brauchen. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist. Wir könnten einmal
Geh mal beten. Ab und zu darf auch mal beten. So. Okay. Das nächste ist, Leute, wir wechseln wieder auf der Desktop. So, was wir brauchen, ist das Teleportieren. Das heißt, wenn wir, bevor wir jetzt, bevor sie sich jetzt denken, oh, da sind wir zu weit gegangen. Wird jetzt noch hier mit Tag gleich FG Target. Run. Function. Winternet. Frontier Guard. Teleport. So. Das heißt, und wir lassen das erstmal noch bei 10, Leute. Und jetzt haben wir den Teleport mit drin. Wenn ich keinen Schreibfehler drin habe. So, Frontier Guard Teleport. Ja, genau. Okay, dann wechseln wir wieder in Minecraft. Und jetzt baue ich das Paket wieder und lade es wieder auf den Server. Und das möchte ich ja, wie gesagt, nicht, dass ihr das seht. Dürft ihr den Priester der Erscheinung ansehen. So. So, gebaut, auch schon auf dem Server, dann... ist es auch schon installiert. So. Geladen. Kein Fehler drin. So, wir machen jetzt Folgendes, Leute. Wir simulieren jetzt unser... Frontier Guard, unsere Grenzwächter, simulieren wir jetzt. Wir sind jetzt hier definitiv noch drin, Leute. Deswegen machen wir jetzt hier Function Winternet Frontier Guard Safe Positions. So. Unsere Positionen wurden ausgeführt, Leute. Und dann gehen wir weiter, weiter, weiter. Und jetzt ist die Minute um, Leute. Die Minute ist um und jetzt wird der Check gemacht. Function Winternet Frontier Guard Check. Ja! Es funktioniert, Leute. Und dann, jetzt bin ich wieder hier. Position ist immer noch gespeichert, Leute. Jetzt sehe ich mir halt diese Kerze hier an und dann... ja, wird nochmal der Check gemacht und es passiert nichts. Wunderbar, Leute. Jetzt bin ich hier genau an der Grenze, Leute. Jetzt bin ich ungefähr hier an der Grenze. Es passiert nichts. Ich übertrete die Grenze. Okay, ich übertrete sie jetzt. Und zack, bin wieder da. Wunderbar, Leute. Unser System funktioniert. Es funktioniert einfach. Und dadurch, dass der Chunk immer geladen ist, wird er auch immer gefunden. Wunderbar. So, das heißt, was muss ich jetzt noch machen? Ich muss jetzt noch... wir müssen jetzt noch zwei Sachen machen, Leute. Zum einen müssen wir jetzt die Grenze, die echte Grenze noch einmachen. Zum anderen müssen wir... noch reinmachen, dass die Warnung kommt. So, denn Rico hätte ja gerne eine Warnung gehabt. Und dann machen wir jetzt erstmal die Warnung. Das heißt, wir wechseln jetzt wieder auf den Desktop. Und im Prinzip können wir genau den gleichen Code nochmal machen, Leute. Einfach kopieren. So, also das heißt, erstmal suchen sich die Grenzwächter alle Ziele aus, Leute. Dann entfernen sie alle, die innerhalb der Grenze noch sind. Das heißt, es bleiben nur die übrig, die die Grenze schon verlassen haben. Diese werden zurückteleportiert,
denken sich, sie sind wohl zu weit gegangen und sind dann keine Ziele mehr. Dann können wir das sogar wegnehmen, Leute, denn wir werden wieder alle, die keine Ziele sind, wieder zu Zielen machen. Pauschal. Und machen jetzt nochmal das gleiche, nur mit einer geringeren Reichweite. So, zum Beispiel jetzt 8. Sagen wir mal einfach pauschal 8, Leute. So, alle, die also innerhalb von 8 sind, die sind noch gut innerhalb von Reichweite. Also nicht in der Nähe der Grenze, sondern direkt sind noch gut dabei. So, teleportiert werden sie nicht. Aber zum Schluss werden aber alle Ziele entfernt, Leute. Das heißt, man wird erst teleportiert und dann wird nochmal die Grenze gedacht, Leute. Denn entweder, ich habe die eine Wahl, Leute. Also entweder ich lasse erst die Warnung aussprechen und teleportiere sie dann. Wenn jemand zu schnell ist, kriegt er beides. Oder ich lasse jemanden erst teleportieren und dann die Warnung aussprechen. Wenn jemand zu nah an der Grenze gespeichert wurde, sodass er innerhalb des Warnbereichs tatsächlich wieder teleportiert wird, dann bekommt er trotzdem auch beides. Okay. So, und da machen wir jetzt einen anderen Text, Leute. So, was lassen wir ihn machen? So. Ich hätte gern etwas wie ist erstaunt beim Anblick der Weltgrenze oder so etwas. Oder etwas wie kommt in die Nähe der Grenzen seiner Welt. Irgendwie so etwas. Oder hat die Grenzen seiner Fantasie fast erreicht? Irgendwie so etwas, Leute, aber was nimmt man da her? Oder man hat Angst davor, die Grenze. Oh, das gefällt mir. Wirkt ängstlich beim Gedanken daran, die Weltengrenzen zu überschreiten. Passt mir das? Möchte ich diesen Satz haben? Wirkt ängstlich beim Gedanken dran, die Weltengrenze zu beschreiten. Also der zweite Teil gefällt mir, Leute. Das heißt, für mich wäre das zum Beispiel, Winder wirkt ängstlich beim Gedanken daran, die Weltengrenzen zu überschreiten. Ja, wieso nicht? Wir lassen das einfach, Leute. Man kann das ja irgendwann mal auch ändern, aber ich finde das in Ordnung. Okay, installieren wir das so. Nochmal kurz durchgehen, bevor wir es installieren. Erst werden alle zu Zielen gemacht, der Grenzwächter. Die Grenzwächter entfernen dann alle, die noch innerhalb der Grenze sind. Alle, die außerhalb der Grenze sind, werden wieder innerhalb der Grenze teleportiert. Oder zumindest zum letzten Speicherpunkt. Ich hoffe, das war innerhalb der Grenze. Sie denken sich, sie sind zu weit gegangen. Dann sind wieder plötzlich alle Ziele. Und alle, die innerhalb eines Toleranzbereichs sind, werden entfernt. Also die definitiv auch nicht in der Nähe der Weltengrenze sind, werden entfernt. Das heißt, es bleiben alle übrig, die noch in der Nähe der Weltengrenze sind. Und die bekommen es mit der Angst zu tun. Und dann ist wieder kein Einziehen. Wunderbar. So gefällt mir das, Leute. So
So gefällt mir das. So. Das heißt, das mache ich jetzt aus. Ich möchte aber noch mal kontrollieren, Leute. Bei Save und Teleport. Ob ich hier nicht doch irgendwo FG unterstrich nutze. Okay. Haben wir gleich. FG Target. Nein, hier wird es nicht benutzt. Und hier? Nein, auch nicht. Okay. So, gut. Dann wechseln wir wieder nach Minecraft. Das ist das falsche Fenster. Minecraft.